Anasa ist ein 12-teiliger Anime aus dem Hause PA Works, die man unter anderem auch von Nagino Ascara, True Tears oder auch Angel Beats kennen dürfte. Original in Japan angelaufen ist er im Jahre 2012. Was der Titel nicht gleich vermutet, es handelt sich hierbei um ein Horror- bzw. Mystery-Anime. Zum Plot. Koichi Sakakibara zieht zu seinen Großeltern in eine Kleinstadt. In seiner neuen Klasse, der 9C, fühlt er sich aber alles andere als wohl. Es besteht kaum Kontakt zu anderen Klassen. Die Schülerin Mei Misaki, die eine Augenklappe trägt, weckt sein Interesse. Doch alle anderen ignorieren sie. Bald stellt sich heraus, dass die Klasse verflucht ist und es gibt eine zusätzliche Person, die jeden Monat einen Todesfall auslöst. Koichi will sich der Sache annehmen und den Fluch brechen. Weiter werde ich euch mal nicht spoilern. Die Charaktere sind im Allgemeinen etwas flach gehalten, was größtenteils wohl daran liegt, dass es doch recht viele für 12 Folgen sind. Bei den Opfern kann man kaum irgendwie Mitleid zeigen, da sie im Grunde auch nicht so wirklich interessant sind. Sie sind halt einfach da. Trotzdem sind die Tode individuell verstörend inszeniert, was das Ganze größtenteils wieder wettmacht. Unser Main Koichi Sakakibara ist auch nicht am besten gescriptet und ich kann verstehen, dass ihn viele insofern nicht so wirklich mochten, weil es da irgendwie nicht so heraussticht, wie er denn eigentlich sollte. Gut dagegen finde ich Misaki Mei. Auch wenn man im Laufe der Serie nicht allzu viel über sie erfährt, ist unter anderem genau dieses mysteriöse Gefühl, das man jedes Mal bekommt, wenn sie auftaucht, für die Serie ein kleiner Showstil. Die Animationen gefallen mir äußerst gut, mit PA Works sitzt hier aber auch ein sehr gutes Animationsstudio am Hebel. Bisher hat mir optisch ziemlich jeder Anime von ihnen gefallen. Hier ist es dem Studio dennoch zusätzlich gelungen, eine extrem passende, erschaudernde, mysteriöse Atmosphäre aufzubauen. Alles ist recht düster gehalten, was dem Anime einen gewissen Flair verleiht. Vor allem auch die Hintergründe sind detailreich gestaltet und haben so etwas Dreckiges, Dunkles an sich. Zum Beispiel sind die Puppen, by the way, wenn es was gibt, was ich in Horrorfilmen wirklich creepy finde, dann sind es Puppen, sehr realitätsnah gezeichnet. Der Himmel sieht wunderbar aus. Das Wasser ist toll gemacht oder man entdeckt auch Eisenstangen mit Korrosionsspuren, also mit Rost. Aber wie gesagt, PA Works zeigen enorme Liebe zum Detail. Das Setting an sich ist in einer, naja, wer hat's gedacht, Highschool, was aber noch lange nicht heißt, dass es vom Design her nicht passt, denn die Charaktere sind auch alle zur Situation passend animiert. Am interessantesten hier definitiv wieder Misaki Mei. Die musikalische Untermalung wurde hier ziemlich optimal gewählt. Ich habe mir im Zuge dieser Kritik auch mal ein paar andere Meinungen durchgelesen, wobei hier viele auch das Opening kritisieren, was ich persönlich echt gar nicht verstehe, denn das Ding ist eigentlich ziemlich gelungen. Wenn ihr nicht wisst, wie es klingt, entweder einfach auf YouTube suchen oder hier bei der Review etwas genauer hinhören, das Ganze gibt es hier als Klavieradaption. Zum Ending, das ist so ein kleiner Gegenspieler zum Opening, was am Anfang noch rasant und bedrohlich begonnen wird, wird am Ende still, hoffnungsvoll, melancholisch abgeschlossen. Auch die übrigen OSTs wissen, wie man Atmosphäre aufbaut und sitzen meist wie die Faust aufs Auge. Die Synchronarbeit ist, soweit ich das beurteilen kann, auch gelungen, aber da würde ich jetzt vielleicht nicht allzu viel auf meine Meinung setzen. Ich bin weder Japaner, noch kann ich Japanisch sprechen oder lesen, mal abgesehen von den paar Wörtchen, die man so aufschnappt. Meine Kritikpunkte gibt's am Ende. Fazit: Storymäßig wird die Serie in zunehmender Folgenzahl auch besser und am Ende haben wir sogar eine recht ordentliche Klimax, wie ich finde. Die Animationen sind absolut top, da kann man sich echt nicht beschweren und ich meckere da auch nicht rum. Die Detailliebe baut eine wunderbare, mysteriöse Atmosphäre auf. Die Musikstücke, die hier verwendet werden, unterstützen diese auch nochmal enorm und können definitiv zum einen oder anderen Schauer beitragen. Wie versprochen jetzt noch meine Kritikpunkte, die Charaktere sind relativ flach gehalten und bleiben es auch. In meinen Augen war das für 12 Folgen einfach viel zu viele. Es ist jetzt auch nicht so, als wäre das allzu dramatisch, aber ich finde, man sollte es anmerken. Die Story ist alles in allem auch nicht die logischste oder innovativste der Welt, aber kann dennoch einen ordentlichen Anime entwerfen und das ist doch schon mal was. Mehr Tiefe hätte aber ab und an trotzdem gut getan. Ich als alter Romance-Fan habe so eine kleine Beziehung zwischen dem Main und Misaki gesehen. Dies wird auch immer mal wieder so ein bisschen angedeutet und vor allem auch gegen Ende habe ich mir gedacht, jetzt kommen sie zusammen, oder? Da wurde ich leider ein bisschen enttäuscht. Gut, vielleicht ging es auch nur mir so, aber ich finde, diese Beziehung hätte einfach enorm gut gepasst. Im Horrorgenre hat man ja leider nicht allzu große Konkurrenz im Anime-Bereich, was sich hoffentlich in den nächsten Jahren noch bessern wird, wer weiß. Mit Anasa hat man hier aber definitiv keinen Schmarrn, sondern eine mehr als anschaubare Serie. Trotzdem muss man es doch auch mal so ein bisschen mit Higurashi vergleichen und mit dem kann es leider an vielen Stellen nicht so ganz mithalten, ist aber alles in allem ein würdiger Genrevertreter. Außerdem gibt es zu der Serie ein OVA, das kann ich euch nur wärmstens ans Herz legen, weil man da ein paar Story-Fakten zusätzlich hat. Anasa hat auch in gewissem Maße Ähnlichkeit zu Final Destination, wobei ich diese Serie um Längen besser finde. Ach und bevor ich es vergesse, Kaze hat Anasa Ende Januar, Anfang Februar 2015 lizenziert, also ich finde es ja recht nett, mal sehen, wie die Synchro so wird, vor allem bei einer Horrorserie sollte die doch stimmen. Außerdem mein kleiner alter
altbewährter Kritikpunkt. Ich wette drum, dass das Ding nicht vor Anfang 2016 erscheint, was mir einfach immer wieder zeigt, dass man sich im Zeitraum zwischen der Lizenzierung und der eigentlichen Veröffentlichung nochmal enorm verbessern sollte. Das gilt aber für alle Publisher. Und falls jetzt jemand von Kase zuhört, trotzdem gut gemacht, mit Anasa habt ihr einen guten Griff gelangt. Ich bin gespannt, wie sie das umsetzt. Wie findet ihr Anasa? Konnte es euch auch für sich gewinnen, wie mich? Oder fandet ihr, es war nur irgendwelcher 0815 Bullshit? Schreibt eure Meinung doch gerne mal in die Kommentare und wie immer gilt natürlich alles, was ihr gesagt habt, und bleibt meine Meinung. Wenn euch die nicht gefällt, dann macht ihr doch ganz einfach eine eigene. Wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dann, euer City Bloop.